Leute, ich bin Eva, willkommen bei Alles Eva Gaming. Also heute machen wir ein Reaction auf ein Video, das heißt Tuckabugga Hidden Hacks and Secrets. Also wir hatten prinzipiell schon mal ein paar Hacks gemacht und ich dachte, ich war überrascht, dass es überhaupt noch mehr gab. Also wir reagieren beide mal drauf. Vielleicht finden wir sogar ein paar, die wir schon gemacht haben. Aber erst will ich euch nur mal was zeigen. Ich kann es kaum glauben, endlich, mein 100 Challenges Buch ist da. Vorhin hatte ich ja nur so eine Attrappe, aber jetzt haben wir hier das ganze Buch. Und ich dachte, ich zeige euch so ein Visi. Hier ist zum Beispiel eine Smoothie Challenge. Guck nochmal hier. Hier ein Blumenverschick-Postkarte. Und dann auch hier mein Lieblings-Fantasiekuchen-Challenge. Und zwar das Buch kommt am 15. März raus. Da freue ich mich schon richtig drauf. Und wie normal machen wir die Shoutouts in der Roblox-Gruppe, aber dieses Mal machen wir YouTube-Shoutouts. Das erste Shoutout geht an Bettina. Hallihallo. Und das zweite an Gacha-Donut. Und jetzt fangen wir an. Katoka. Oder warte. Warte. Ich habe jetzt schon Fragen. Ist auch noch nicht mal angefangen. Katoka. Ich denke, da soll Katoka stehen, aber eigentlich ist es Katoka. Müssten dann zwei T's sein. Okay, erstmal ein Theater. Ja. Oh, hol sie diesen Steinkindchen raus. Ist das schon der nächste Hack? Oh nein! Ah, ja. Okay. Sehr interessant, man kann den Ding Haken machen. Ich weiß, das kann man eigentlich mit allen machen. Ich fand das, als ich es erst gesehen habe, auch sehr lustig. Ich habe dem Hamburger so eine 10-Sterne-Frisur gegeben. Ey, ihm stehen halt alle Haare. Was kann ich da schon sagen? Ah ja, jetzt hier mit... Oh. Ah. Oh ja, ich liebe dieses Pferdeding. Das habe ich früher mal als Pferd benutzt. Ich hätte entweder das Reh, dieses Einhorn, Zebra oder Faultier genommen. Hier, jetzt gehen wir hier nochmal bei Building Hack. Okay. Da müsste ich mal sagen, früher habe ich immer so Verstecken gespielt. Irgendwie so. Also ich weiß, hört sich komisch an. Ich habe Verstecken gespielt in Tuckabugga. Also ich würde mir irgend so eine andere Person holen. Echt lebende Person. Würde ich sagen, okay, ich suche einen Charakter, dann will ich irgendwo hinmachen. Dann würde ich immer diesen Hack benutzen. Ich würde immer andere Personen von der Schule benutzen und würde mich nie finden. Das hat immer so viel Spaß gemacht. Mir ist gerade mal eingefallen, sorry, dass ich gerade dauernd das Video unterbreche. Und zwar, ich habe gesehen, 80% von euch gucken immer meine Videos, sind aber nicht abonniert. Also du, guck mal, ob der Abo-Button rot ist. Wenn, dann musst du ihn unbedingt grau drücken. Okay, gut, wenn du es gemacht hast, danke schön. Und jetzt, wie gesagt, gucken wir weiter das Video. Ich hatte gerade Angst. Okay, jetzt gehen wir hier hoch. Ah, den da. Ah, ja. Ich war ehrlich gesagt überrascht, dass wir nur ein paar Geldscheine bekommen haben bei dem Update. Oh, ich denke, da habe ich noch nichts gefunden. Oh ja. So, jetzt gucken wir weiter hier. Da gibt es ehrlich gesagt... Oh, das kenne ich jetzt auf jeden Fall noch nicht. Oh. Das wusste ich jetzt nicht. Das macht uns da alles heller, macht es dunkler. Oh, das ist wirklich cool. Das könnte man gut für so ein Thumbnail oder so benutzen. Das ist cool. Das ist wirklich cool. Das ist jetzt gar nicht. Gucken wir nochmal hier. Ha, das Hack mit diesem Kerlchen. Warte mal. Okay. Gib mir jetzt so... Okay. Also, ein Glitch. Warte, das müssen wir mal ausprobieren. Das glaube ich jetzt nicht. Das glaube ich jetzt gar nicht. Bestimmt nur so ein Hack oder das haben die geeditet. Das muss ich jetzt selber ausprobieren. Also hier so. Das ist schon sehr komisch. Wenn es jetzt so ist, kann ich euch schon mal sagen. So. Wir gucken mal hier. Oh, ich kann hier. Oh, ist es echt? Das ist jetzt schon eine Überraschung. Das ist jetzt wirklich. Okay, mal schauen, was hat er noch hier? Wow, kann ich nur zu sagen. Warte mal hier. Wow, es fliegt. Aber das ist wirklich cool. Dieser Effekt ist eigentlich schon cool. Da kann man irgendwie so einen coolen Schmetterling machen. Da bin ich jetzt schon überrascht. Da muss
irgendwas mit dem Code falsch sein. Und das wusste ich jetzt auch nicht, okay. Dann schon Sachen, die ich nicht wusste. Ich nehme nochmal hier. Ah, dieser Klassiker. Ich finde es süß, die irgendwie diesen Icon benutzt haben. Ich habe ja früher mal das kleine Pudelchen reingemacht. Also jetzt sieht schon mal das Video gut aus. Also. Das gibt es eigentlich in der Tukabuka World irgendwo noch eine CD. Oh, und jetzt machen wir nochmal so ein Building Hack. Okay, ein Herz. Ja, man kann Sachen machen. Weil das ist der Hack. Okay, das war jetzt kein guter Hack, kann ich jetzt schon mal zugeben. Ja, ehrlich gesagt, das war jetzt kein guter Hack, weil der Hack ist nicht wirklich was Neues, sondern eher gesagt, guck, man kann was machen, was programmiert war mit dem Ding. Okay, das haben wir jetzt hier. Ah, ich weiß, dass das jetzt erhebt. Glaub mir, ich war schon fast in jeder Tukabuka-Welt, kennt schon jedes Geheimnis. Ich hatte recht! Ich habe immer das Bild behalten. Ich fand das voll süß. Ehrlich gesagt, ich fand schon diesen Diamant cool. Geht's weiter hier? Ich denke, ich weiß, welches das ist. Ja, ich war korrekt. Da kommt dann jetzt hier so, ich denke, ein Kostüm. Aber ich will noch nicht zu viel verraten. Ich liebe die Animation hier immer. Ja! Jetzt geht's weiter. Okay, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, was hier ist. Ah! Oh mein Gott, das habe ich so lange nicht mehr gemacht, dieses. Weiter geht's mit. Oh, wir sind schon wieder da. Ich habe eine Idee, was hier passiert. Ich fand das voll lustig. Boom, Babyfisch. Da war ich. Ah. Okay, das ist jetzt was Neues. Ich weiß, man konnte das ändern, wenn es dunkel wird, wenn es Nacht wird, dann würden sich die Bilder ändern. Aber ich wusste nicht, wenn man die auch im Wasser tut, würden die das tun. Das ist jetzt überraschend. Kleine Mini-Hamburger. Das wusste ich jetzt auch nicht, das ist auch was Neues. Also wir holen diese kleine Katze. Oh mein Gott, der hat einen durchsichtigen Bauch. Ich denke, die Katze muss selber mal zum Arzt. Okay. Oh, wieder Building Hack. Ich liebe die mal so doll. Oh mein Gott, so kann man Pferde mitnehmen. Das sind jetzt alle Tukabuka-Hacks, die wir schon mal gefunden haben. Ich finde die schon gut. Ich bin überrascht, dass das schon welche waren, die ich nicht gesehen habe. Also ja, wir hoffen, euch hat unser Video gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da. Und nicht vergessen, schreibt mal in den Kommentaren, welche Tukabuka-Hacks ihr habt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ihr Lieben, ciao!